So. So, wieder da. Oh Mann, das ist ja voll in die Hose. Egal. Ja, für uns ist das lustig. Tja, sind jetzt nicht mal 5 Sekunden vergangen. Auf jeden Fall machen wir jetzt mal weiter hier in unseren Erinnerungen an früher Let's Play. So kann man es am besten bezeichnen. Kein Fotoalbum mit silbernem Knopf, wie Sido so schön singt, sondern der YouTube-Kanal. Ja, das ist ja auch altmodisch, sowas macht ja kein Mensch mehr, oder? Nein, heutzutage blättert man ja eher auf der Couch durchs iPad, durch die 2000 Fotos. Genau. Ja, als, So, welchen Kopf nehme ich denn jetzt mal hier? Jetzt kommen wir doch mal zur Sache, ich nehme jetzt mal einen Ruf Yellowbird, da habe ich jetzt richtig Interesse. Auf R3? Ich weiß noch nicht, ich muss mal gucken. Irgendwo wird er da schon sein, ja. Hätte auch Interesse an sowas in der Art. Er ist 800, ja. Gut. Sollen wir entweder die neueren Porsches oder die älteren? Also die neueren wäre ich ehrlich gesagt zufrieden damit, weil da habe ich auch was. Ja, dann nimm du mal einen neueren. Ich hätte... Ja, was ist denn da für ein Baujahr, deiner da? Der RD12 nehmen. Der RD12? Von welchem Jahr ist denn der nochmal? Eine 11. Eine 11, Dann nehme ich eine 5. Passt. Da hätte ich jetzt Bock drauf. So. Was denn für eine Strecke? RD12R. Mit Heck. So. Ja, die Strecke ist auch geil da, aber 4 Runden ist ein bisschen lang, ne? Okay, machen wir eine Runde und dann mit 2 Minuten Nachlaufzeit. Los geht's. Nee, du hast ja einen Rennwagen. Nein. Das ist kein Rennwagen. Wie kommt hier neue Male darauf? Ich verstehe das nicht. Vielleicht an der wegen der Raute und der Zahl? Vielleicht könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, warum das ein Rennwagen sein soll. Ich verstehe das nicht. Also wenn du den gleich siehst, du wirst sehen. Ich verstehe das. Ich muss sagen, lassen wir die Amateure mal vorbeifahren. Wo denn? Oh, der hat auf seinem Evo das gleiche Design wie ich. Oh, das ist toll. Nämlich, ich sehe ein... Ja. Rennwagen. Ja. Hatten wir das nicht schon mal? Und zwar mit riesigen Felgen, ja. Ja, ne? Irgendwas war da. Ja, egal. Das ist normalerweise ein legalisierter GT3 RS mit Carbon-Design. Wir könnten auch gerade nochmal Pause machen und mal hier die Spiel neu starten. Könnten wir auch, ja. Ja. Gut, machen wir mal. Genau, lass uns das doch mal machen. Meine Felgen laufen sowieso nicht rund. Die müssen irgendwie nochmal ausgefallen. Ja. Da muss irgendwie nochmal was gemacht werden, da ist was falsch. Na gut, dann machen wir mal Pause. So, Community. Ich kann niemandem beitreten. Er speichert noch. Klar. So. Natürlich speichert das noch. Natürlich kommt man ins Spiel rein und es speichert erstmal. Natürlich. Ja. Man wischt sich ja auch zuerst den Arsch ab, dann geht man auf Toilette. Natürlich. Gleich, natürlich. Ja. So, ich hab's hier eröffnet. So, dann willkommen. Laufende Sitzung beitreten. Hammers! Jetzt dürfte es funktionieren. Hammers? Ja. So, Auto schälen. Wo war denn jetzt hier das Vehikel hin? Wie viele Autos habe ich noch? Ich habe 414, okay.
Obwohl ich so viel aussortiere, wird's mehr. Ich habe letztens neu gestartet. Wie viel habe ich denn? Ach, ich habe auch schon wieder 137. Mhm. Also, nicht mehr normal. Ja, ja. Aber wie gesagt, mal wenn ich denke, also den Eimer, den brauchst du eigentlich gar nicht mehr. Kommen zwei neue dazu? Ja, also... Ist ja auch nur noch ein Modellautosammelspiel, also... Ja, ja. Ja, also in einem Spiel... Oh, ja. Jetzt verstehe ich, was du meintest. Ja. In einem Spiel, wo es einfach völlig sinnlos 2000 aneinandergereihte Karriererennen gibt, ohne irgendeine Story, ohne irgendeinen Sinn. Klar geht's da nur ums Autosammeln. Mhm. Ein amüsantes Vehikel. Ne? Ja. Ja, mein Auto ist einfach nur grau und das ist auch ganz toll. Toll, Nummer 5. Toll. Ja. Erst mal mit einem Soundtrack. Das geht ja schlecht. Ja, es geht schon, aber. Ja. Es geht schon. Bleib nochmal, fahren wir einfach mal. Okay. Mein Sound ist ganz gut, soweit ich das beurteilen kann. Das hier. So, wann geht denn los? Ich würde mal sagen, liegen der Start. Was, 50? Von 50 sind wir fahren bei 40. Okay, wir fahren bei 40. Ja. Okay, keine 1000 PS, aber 900 sind schon. Nein, da war ja die Handbremse. Jetzt nicht schon wieder ins Griff. Reicht jetzt aber auch gleich. Reicht aber hier. Ja, ich hab mir auch überlegt, als nächstes sollten wir mal wieder was Lustiges spielen. Und anmelden einfach. Jetzt haben wir auch die Liste. Ja, stimmt, genau. Wir wollten ja eigentlich hier. So, du nutzt jetzt mal dein Handling. Ich nutze jetzt mal meine, weiß ich nicht wie viel PS, zu viel auf jeden Fall. Ja, der Händler ist schon draußen. Du hast Stress hinter dir herzukommen jetzt. Ja, ich geb schon wieder fast um. Echt? Oh, gut versteuert, wie die Hütte sind. Noch nicht meinen, dass der Motor hier hinten sitzt. Komm schon! Eine Chance! Ja, da fährst du natürlich fast ungebremst durch. Außer oh, wow. Hier. Tschüss! Ciao! Nein! Hätte ich jetzt hupen können, hätte ich mit mir gemacht. Geht vorne schon wieder fast ab. Ja, das geht nur bei dem Wagen, beim 1, das ist der 1. Bevor schon bei dem 1. Dann geht der gut. Gar keine Zeit hier das Fahren zu genießen. Ich bin so beschäftigt gerade. Dieser Drang, die Handbremse zu betätigen. Nein. Hey, das war ohne Handbremse, das gilt nicht. Okay. Oh.
Gut, kann man auch alles problemlos. Muss man gar nicht in den ersten runterschlagen. Ist toll. Ist echt cool. Naja. Ja. Macht alles ein Fehl. Mach Gas. Wow. Dass die Bremslinie an ist. Aber auf so ein iRacing hätte ich auch auf jeden Fall mal wieder Bock. Also irgendwie muss ich das doch mal schaffen, mein Lenkrad da wieder an den Schreibtisch Nagel zu kriegen. Sollten wir irgendwie so das Lobby-Text kaufen. Ja. Irgendwie doch mal R-Faktor oder iRacing oder sowas gucken. Wow. Was holen, weil sie mal wieder voll Bock auf so ein Rennen, das 25 Runden geht, wo man total geschafft ist und super angestrengt ist davon. Und ja, und einfach nur zufrieden ist, wenn man da durchkommt überhaupt. Ja. Das Verhältnis von Handling zu Leistung etwas unausgewogen, würde ich mal sagen, bei dem Auto hier. Man sieht ihn gar nicht. Jetzt drauf zu fahren, wow! Kommt, dann reicht der Lackstift noch, oder? Ja. Das sind ja keine Kratzer, das ist ja das ist grauer Schlamm. So ist es wirklich. Ja. Noch den groben Würfel wieder abwürfen. Ja, natürlich. Da braucht man so eine Schuhbürste. Ja, genau, so eine grobe Schuhbürste. Ja. Damit geht das. So. Wo bist du denn hinten gerade? Hier vorne. So, jetzt guck mal hier die Zuschauer. So was im Boden kriegen. Naja, das ist dann nicht die Jubel. Vielleicht sind die Kreuze oder ähnliches. Ja. Ja, bei mir, ich weiß gar nicht, ich habe so darauf geachtet, nur noch die Bremsen, die gestört habe. Also in der Außenansicht ist das eigentlich fast unfahrbar. Dann kannst du das Handling noch schlechter einschätzen, das bisschen was du hast. Das geht gar nicht hin. Ja, ich habe ungefähr, also ich habe glaube ich 6-9. 6-9, das ist besser, das geht aber schlecht. Naja, es
okay, du fährst dich ja nicht so schlecht. Und du hast halt viel mehr. Ja, mit 360. Ja, okay, ich fahr gerade nochmal. Oh. Durch die 300. Durch die Tee. Alles klar. Ja. Alles klar. Muss so sein. Das ist normal. Das ist auch Schlamm, das bürsten wir gleich ab. Ja. Da ist nichts kaputt, das sieht nur so aus. Ja. Ne? Ja, ich würde sagen, machen nächstes Mal irgendwas Lustiges. Etwas anderes. Ja. Und schauen wir mal, wie das in Forza hier so weitergeht. Forza 5 steht ja nicht fest, auch bei uns das vor mit der Konsole. Die Konsole. Ja, in der Zukunft. Das sieht jetzt gerade ein bisschen schlecht aus. Aber egal, wir können unsere Aktivitäten auch auf den PC verschieben, da haben wir halt keinen Forza, das ist halt scheiße. So wie ich sagen. Da haben wir anderes. Ja. Ja gut, dann danke ich fürs Zuschauen, wenn dir niemand zuschaut. Also mir hat's gefallen. Ja, mir natürlich auch, wie immer. Hoffentlich finden wir Begeisterung an Teilnehmende. Ja. Und damit ist die... Wie habe ich es genannt? Dokumentation des Vergangenheitsdingens Teil Spielen, Gamen, irgendwas. Insta. Ich glaube, so nennen wir die Reihe auch. Gamen Spielen. Dokumentation Gamen Spielen Dingpunkter. Früher, genau. Das klingt gut. Ja, so. Na, wo sind eigentlich nochmal die heckgetriebenen Audis? Ach ja. Stimmt. Ich erinnere mich wieder. Okay. So. Ja. Dann hau ich mal ab. Hau mal ab. Tschüss. Tschüss. Gott, was denn? Kann das nicht einmal funktionieren? Das nervt wirklich, ne? Das ist ja blödes Bullshit, ne?